Toll, da habe ich mich voll verklickt. Immerhin hat nichts großartig da machen können. Wo ist jetzt meine Horusflotte? Ich finde es aber auch krass, dass man das dann, wenn man sich verklickt hat, auch einfach nicht mehr abbrechen kann. Wo ist denn jetzt meine Flotte? Rückzug hier. Aber die sind ja nicht vernichtet worden. Da ist die Horusflotte. Nur wo ist die? Sie ist zumindest jetzt schon mal nicht mehr, zumindest nicht zerstört. Ach, sie ist auf dem Weg nach Mikre? Die findet sich quasi auf dem Rückzug noch. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Genau, da sind sie. Die Horus. Genau, die Delta-Flotte bleibt zurück. Und jetzt können wir die Epsilon, die Hindenburg und die Horus vereinen. Ich würde sagen, hier bauen wir erstmal nichts mit Hannah Sweet Carl. Das lohnt nicht. Das sind immerhin drei Planeten. Ja, das können wir mal machen. So, jetzt müssen wir eigentlich Invasion drücken. Invasion. Wir können auch... Können nicht bombardieren, weil ich die Bomben noch nicht erforscht und nicht an Bord habe. Ja, aber die Hindenburg bringt mir doch
hat Bombenkleider und Kampfschiffe, aber die hat zwar die Dings an Bord, aber keine Bomben dabei oder was? Echt jetzt? Ist ja super. Bei Belagerung ist sie allerdings ganz gut irgendwie durch die Artillerie, die sie an Bord hat. Ja, dann machen wir eine Invasion. Interessant finde ich, dass die so isoliert bleiben und nicht mit denen hier drüben so ein rotes irgendwas bilden. Okay, das hat jetzt optisch auch wieder irgendwie nichts gebracht. Sehr viel kahl. Ja gut, auf der anderen Seite ist es eigentlich jetzt auch wurscht. Und zwar Hauptmenü. Ich bin eigentlich ziemlich klein. Der Bevölkerungszahl bin ich auch winzig. Bei den Systemen stehe ich zumindest halbwegs akzeptabel da. Da bin ich unterirdisch bei Forschung. Alter! Okay, beim Militär bin ich auch nicht toll. Okay. Machen wir mal ein Faktor Games Archiv Style. Wir wissen jetzt, es gibt das Spiel Endless Space. Wir wissen jetzt, was es ist. Es ist ein ganz klassisches 4X-Spiel. Ja, wir wissen jetzt auch, wie man es halt spielt, soweit ich das fassen kann. Wir forschen eben, wir kolonisieren Planeten. Damit wir mehr kolonisieren können, müssen wir mehr forschen. Wir bauen Schiffe. Damit bekämpfen wir andere Schiffe und invasieren. Oder kolonisieren. Es gibt keine Transporter oder Handelsschiffe. Oder Wissenschaftsschiffe. Und wir wissen jetzt auch, wie es aussieht. Ist relativ einfach gehalten. Ist ganz hübsch dargestellt mit diesen Planeten. Die Ansicht von den Planeten und von dem Sonnensystem. Das haben sie ganz hübsch hingekriegt. Auch die Kämpfe sehen zumindest optisch ganz nett aus, auch wenn die Schiffe vom Modell her doch etwas sehr eintönig oft aussehen. Macht aber erstmal nichts. Gut finde ich, dass man die Schiffe modifizieren kann. Wobei, ich sag's mal anders. Es ist ein solides, ein ordentliches 4X-Spiel. Aber es ist auch nicht toll. Also es ist nicht ganz vorne dabei. Es gibt in jedem der Bereiche der sogenannten 4X eben, ja, dieses Erforschen, Explore und Ausdehnen, Expand und so weiter, gibt es immer einen Konkurrenten beim 4X-Bereich,
der das besser kann. Beispiel eben Schiffe modifizieren. Finde ich schön, dass man es kann. Es gibt einige Spieler, kann man es nicht, aber es gibt einige, die können es auch besser. Ja, zum Beispiel Galactic Civilizations kann das da schon mal besser. Raumschlachten sind hier ziemlich traurig. Das ist so ein, man stellt vorher die Phasen ein, aber in die Schlacht selbst kann man nicht eingreifen. Ist ja ganz hübsch gemacht, aber eigentlich ist es bloß eine optische Darstellung. Genauso gut kann man es auch wirklich auto berechnen. Das können viel, die meisten 4X können das besser. Es gibt sogar einige Spiele, die sind noch nicht mal 4X im eigentlichen Sinne. Zum Beispiel Empire at War. Mit einer vernünftigen Mod drauf gebügelt, habe ich euch ja schon gezeigt, sind das sensationelle Raumschlachten. Forschung ist gut gemacht, aber auch hier gibt es wieder Spiele, die können das entweder genauso gut oder sie können es sogar noch besser, indem die Forschung etwas schöner dargestellt wird. Oder Beispiel Planeten kolonisieren. Schön, dass es verschiedene Planetensysteme gibt, auch Sorten gibt. Auch das kennen wir wieder bei anderen Spielen auch. Die Kolonisierung findet hier aber relativ einfach statt. Wir haben dieses Baumenü, das gilt dann entweder für das ganze System, weil das im Prinzip nur Gesetze sind. Aber dieses klassische, wirklich den Planeten bebauen oder so, das findet hier gar nicht statt. Auch das kennen wir in anderen Spielen anders. Zwei Sachen muss ich hier mal feststellen. Wenn die KI wird gnadenlos hochgecheatet. Es ist in meinen Augen, klar könnte ich das besser spielen. Klar habe ich vieles schleifen lassen, so mir eigentlich abgechillt. Aber trotzdem muss man sagen, die KI wird von dem Spiel wahnsinnig gecheatet. Und das sorgt dafür, dass die KI meiner Meinung nach in normalen Spielschwierigkeiten einen relativ zügig plattwalzen würde. Wenn man das so wie ich jetzt auf sehr niedriger Schwierigkeitsstufe spielt, weil man sich das aber nicht antun will, sondern man will so in Ruhe und Frieden so die Quests ein bisschen genießen, dass diese Planetenkolonisierungsgeschichte durchlesen und sowas, das alles in Ruhe und Frieden die Schiffe erforschen, modifizieren, dann ist es okay, weil die KI nicht allzu aggressiv ist. Entweder ist sie relativ passiv oder sie geht relativ schnell auf den Waffenstillstand oder so ein. Da kann man das ganz gechillt spielen. Aber auf normaler Stufe ist durch diese krass gecheatete KI, finde ich, extrem schwer bis unmöglich, vernünftig zu spielen, ohne sich hier einen abzubrechen. Nehme ich jetzt mal stark an. Ich habe ja gerade auch wieder im Endeffekt gesehen, dass ich unter ferner Liefen hier laufe. Also die KI zieht locker an mir vorbei. Und das, obwohl die noch nicht mal so viel mehr Planeten und Systeme als ich besiedelt hatte. Da fragt man sich natürlich auch, wo nehmen die plötzlich die ganzen Schiffe immer her, wie schnell bauen die Schiffe, wie finanzieren die das alles, etc. Und die andere Sache ist, das Spiel wirkt dadurch, dass sehr vieles eigentlich im Prinzip gar keinen Einfluss drauf genommen wird, keinen echten. Also wir haben zwar diese Systeme, aber wir bauen da nichts wirklich, sondern wir geben halt Gesetze. Die Schiffsschlachten können wir so sagen, okay, haltet euch in dieser Phase an die Taktik, aber ansonsten machen die das auch alles allein. Wirkt das sehr casual-mäßig. Das sehr oberflächlich irgendwie. Also ich kann da nicht richtig eintauchen. Also das Spiel hat eine schöne Atmosphäre, hat ein schönes, also es ist ein solides 4X-Spiel, aber es ist definitiv nicht in der Spitzengruppe, meiner Meinung nach. Es ist so ein ordentliches Mittelfeldspiel. Es ist nicht buggig, nicht crashig, es sieht nicht so schlimm aus, dass ich weinend unter dem Schreibtisch liege und mir die Augen zuhalt. Es ist auch nicht zu einfach, dass im Prinzip ganze Elemente des eigentlichen 4X schon wieder fehlen. Das hatten wir eigentlich auch in dem einen oder anderen Spiel, das ich in diesem Genre versucht. Aber wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von 4X-Spielen, die meiner Meinung nach halt dann doch besser sind. Unter anderem auch der Nachfolger, Endless Space 2, finde ich nämlich auch schon, hat schon einige deutliche Verbesserungen gegenüber Teil 1. Das Spiel kann ich echt nur empfehlen, also meiner Meinung nach empfehlen, wenn man sagt, ich will ein nettes 4X-Spiel, das wenn ich auf, und dann eben auf einer niedrigen Schwierigkeitsstufe, schön entspannt vor mich hin forschen und erforschen kann und mir das auch genügt. Ich brauche nicht die Hektik der großen Raumschlachten, das extrem ausufernde Mikromanagement mancher Spiele, das ist mir auch schon zu viel. Das hier ist in allen Bereichen in Ordnung. Damit komme ich klar. Also wenn man so denkt oder das so will, dann ist man hier auf jeden Fall richtig.
Ich habe das jetzt mit der Disharmony-Version gespielt. Das gibt bestimmte Veränderungen, die meiner Meinung nach... Also man kann es auch gar nicht mehr kaufen. Also man kann Endless Space ohne Disharmony auch gar nicht mehr kaufen. Es gibt das nur noch im Paket. Weil das einfach Verbesserungen sind, die dieses Add-on gemacht hat, die... ja, es macht halt einfach keinen Sinn, die ohne es zu spielen. Und das verbessert nämlich schon einige der Schwachpunkte. So, ich würde aber sagen, vom Faktor Games Archiv her haben wir wirklich hier uns reingespielt. Da kann man mir nicht vorwerfen, dass ich nicht genug Spielzeit reingesteckt hätte, um das mir genauer mal anzugucken. Ich muss sagen, einige Sachen, das hätte man schon noch ein bisschen optisch, also wenn ich schon nur nehme Beispiel Invasion. Wenn ich schon nichts großartig selbst machen kann, sondern eigentlich nur zu Beobachter bin, ich sage jawohl, invasiert, und dann gucke ich halt zu, was das Ergebnis ist, dann hätte man doch da wenigstens ein kurzes Filmchen oder so als Videosequenz-Einspieler. Da wäre doch dem Entwickler nicht eine Zacken aus der Krone gebrochen. Also wenigstens das optisch ein bisschen in der Hinsicht aufpeppen, dass man da ein bisschen mehr zu sehen bekommt. Das hätte man doch machen können, wenn ich schon keinen Einfluss habe. Ja. Also, wie gesagt, ich hau hier den Stempel drauf, ich bin soweit zufrieden, ich denke, wir können uns ein gutes Bild verschaffen von dem Spiel, Eindruck verschaffen, Bild vermitteln, whatever. Und ich zocke weiter das nächste Spiel. Ich muss ja jetzt mal gucken, dass ich hier die Festplatte ein bisschen leer bekomme, auf dass ich die ganzen Warhammer-Spiele installieren kann. Ich habe nämlich vor, demnächst eben die Warhammer-Wochen, wie ich es nenne, zu starten. Dafür brauche ich Festplattenspeicher. Und zwar sehr viel. Das sind nicht eine ganze Reihe Warhammer-Spiele, die ich habe. Dementsprechend, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.